Oh, guten Morgen. Oh, gerade aufgestanden hier in meinem Blöckchen Bett. Und wir gucken mal, was haben wir denn hier für Bücher? Aha, ein pinkes und grünes und blaues. Und wie sieht's da draußen aus? Hoppala. Was ist da denn los? Auf jeden Fall eine wilde Map. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer weiteren Folge Tear Down. Wir gehen mal raus. Hallo Tür. Kann ihr mit Gewalt. So, wir gehen mal ins Nebenzimmer. Ach, guck mal, hier ist ein Freund, der schaut schon zum Fenster raus. Erstmal den Bart abpacken. Braucht kein Mensch hier, so einen Typen. Schicker Fireplace haben wir auch. Und, ja, was auch immer wir hier bauen, ist auf jeden Fall egal. Hua! Wir gehen durchs Fenster raus, so wie es gehört. Und herzlich willkommen auf dieser doch sehr skurrilen Map. Hier drüben ist eine coole Sache. Und zwar sind es hier einige YouTuber, die diese Map schon gespielt haben. Hier ist derjenige, der diese Map entwickelt hat. Hier sind die Entwickler von Tear Down auch sehr gut getroffen, wie man sehen kann. Ja? Und weitere YouTuber. Vielleicht stehe ich ja irgendwann auch mal da, so wenn ich mit Tear Down vielleicht noch mehr als 1000 Aufrufe kriege. Aber da könnt ihr mir dabei helfen. Was ist hier los auf dieser Map? Das ist eine gute Frage. Ihr seht selbst, hier sieht alles ein bisschen skurril aus. Also hier wird geschreddert. Hier wird gefällt. Hier haben wir einen Dino, warum auch immer, der fällt dann auf den Dino drauf, ich weiß es nicht. Hier wird auf jeden Fall zackt, hier wird aufgespießt und hier wird, ich glaube, das ist ein Slingshot, ich glaube, die krachen aufeinander. Wir müssen jetzt nur mal gucken, ich habe noch keinen Schimmer, wie ich, Alter, was sind denn das für Popbacken? Are you kidding me? Wow! Guten Flug, mein Freund. Oh nein, der fällt durch den Dino durch. Okay. Oh, Dino, das tut mir wirklich sehr leid. Habe ich mir gerade den Schwanz abgejagt hier. Ein bisschen blutig, der Kollege. Aber gut, ich würde sagen, der Dino, der muss hier erstmal weg. Den brauchen wir nicht. Was nehmen wir denn da? Wir haben eine Physics Gun. So. Ciao, Dino. War schön mit dir. Wiedersehen. Mal ein bisschen aufräumen hier, ein Dino-Schwanz, ne? Braucht ja kein Mensch. Warte mal, ich habe doch noch. Habe ich auch hier die Gravity Gun? Ja, sehr gut. Guck mal hier. Kann ich doch die Dino-Teile mal entspannt aufheben? Damit keiner sieht, was hier los war. So, der Rest sind Dino-Teile und ciao. Okay, wunderbar. Jetzt habe ich da drüben den Typen da einfach rübergeschossen. Mal gucken, was passiert. Wow, holy shit. Okay. Also diese Slings oder die Seile sind auf jeden Fall gefährlich. Ich schieße mal auf den Typen drauf. What? Au, Alter. Holy shit. Da kommen die ganzen Gedärme raus. Guck mal, da innen drin, die ganzen Innereien. Okay, bin ich mal sehr gespannt, was hier passiert. Let's go. Einer. Oh, wow, okay. RIP. Und 1, 2, 3. Let's go. Was ist denn mit euch da oben los? Komm schon, du auch. Nice. Also, die Map ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ah ja, warte mal, ich habe einen Lasercutter dabei. Wisst ihr, was man da macht? Der Typ braucht keinen Kopf. Und krieg ich den Kopf abrasiert? Nein, nein, nicht umfallen, nicht umfallen. Ich wollte nur den Kopf abschneiden. Halt, stopp. Gut, dann trennen wir die Beine ab. Dafür ist so ein Lasercutter da. Sehr gut. Kam schon hier. Beine weg. Ja, jetzt liegt er da, ne? Und lacht blöd. Hast du ja auch anders vorgestellt den Tag. Wobei, warte mal. Die Zähne braucht er auch nicht mehr. So, jetzt sieht er schon viel... jetzt sieht er schon viel freundlicher aus. Oh, okay. Alles klar, wir können auf jeden Fall hier lustig massakrieren. Warum steht der noch in der Luft rum? Den hat es aber auch echt mies gepfählt hier, den Bruder, ne? Den habe ich wirklich ordentlich mitgegeben. Und er hier? Autsch, okay, der fährt auf mal runter. Dann gucken wir, was mit ihm los ist. Auch schön. Aufspießen, let's go. What? Ich meine, wer sich so eine Map einfallen lässt, ne? Was für ein kranker Typ, ey. Im Übrigen haben wir hier, wie ihr sehen könnt, auch Pokémon-Bälle und Kinderüberraschung. Mal gucken. Machen wir eine auf, würde ich sagen. Schön durchlasern hier. Dann mal hier, halt, warte mal, ich wollte nicht die Gravity Gun nehmen. Ich wollte eigentlich das hier nehmen. Das Ei muss weg. Und wir nehmen hier mal den Inhalt raus. So, komm raus da. Oh, da ist was drin. Seht ihr es? Da ist was drin. Erstmal schütteln. Wie man es auch so immer macht mit Überraschungseiern. So, erstmal hier das wegnehmen. So, was haben wir denn da drin? Oh, hä? Wie, oh, was bist denn du? Ja, egal bist du. Weggelasert. Und hier mal ein Loch reinmachen, da ein Loch reinmachen und ein Smiley. Haben wir jetzt ein Smiley reingemacht? Naja, fast. Man könnte denken, es wäre einer. Ups, bin ich unter der Map gelandet. Aber gut. Pokebälle mal reinschauen, was da drin los ist. So, kriegen wir das schon ab? Nein, da ist ein bisschen... Oh!
Holy shit. Oh, ich habe gerade im Hintergrund die Jungs hier umgeschubst. Sorry. Jetzt mal weglasern, die Brüder hier. Psst, immer ordentlich in den Kopf rein hier und die Beine auch wieder weglasern. Dieser Laser ist auf jeden Fall mega nice. Ich glaube, ich habe da einfach durchgelasert. Ich muss mich mal anders hinstellen. So, Deckel abnehmen. Gar nichts drin im Pokéball oder was? Ja, you gotta catch them all. Anscheinend ist da nichts drin. Schau mal hier rein. Ah, da ist es drin. Jetzt mal wieder hier das Oberteil von diesem Pokéball abtrennen. So, ja, wunderbar. Dann das Ding hier abnehmen. Und dann schauen wir da mal rein. Oh, ist es Pikachu? Das sollte Pikachu sein, oder? Ja, moin. Pikachu sei gegrüßt. Aber wir müssen Pikachu erstmal wegheben. Ciao, Pikachu. Okay, was haben wir hier? Matruschka? So heißen die doch, oder? Also, shit, ich habe die Portal Gun genommen. Das wollte ich natürlich gar nicht. Ah, die Portal Gun ist auch super witzig. Aber ich glaube, die kann ich hier nicht benutzen, oder? Kann ich die hier benutzen? Nee. Da baue ich Gebäude dafür. Die Magic Bag baue ich auch nicht. Die Gravity Gun, Physics Gun, Raketen. Haben wir jetzt mal ordentlich das Gesicht weggeblastet. Jetzt brennt auch noch ihr Kopf. Gucken wir mal rein. Oh, die ist aber ein bisschen leer, ne? Oder habe ich hier drin alles gerade kaputt gemacht mit der Rakete? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, liebe Zuschauer. Ich weiß es nicht. Dann würde ich mal sagen, hier. Die muss auch weg. Ah, die kann ich nicht weggieten. Die ist zu schwer. Gieten, gieten. Magst du nicht. Jetzt steht die da in der Luft rum oder was? Erstmal zusammen lasern hier, die Olle. Aber gut, wir kümmern uns mal um die anderen Sachen, die noch rumstehen. Es ist auf jeden Fall ein großer Abenteuerspielplatz. Hier ist noch Pikachu, liegt hier noch rum. Was ist das denn? Ein Riesenhammer? Oh, und jetzt ist hier so eine. Was ist das denn? Dazu? Ja, Gut, so viel zum Riesenhammer. Damit kann ich aber nicht wirklich viel machen. Dann haben wir hier einen Kopf von einem Typen, ein paar Innereien. Den kann ich aber nicht wegnehmen. Lasern wir mal die Augen raus. Es gibt im Übrigen auch noch sehr, sehr geile neue Waffen, die ich jetzt hier in dieser Folge aber noch nicht installiert habe. So, ich würde sagen, oh, die sehen ja auch gut aus. Guck mal, wer bist du denn? Ah, hier ist eine ganze Armee von denen. Ich bin mal gespannt. Was mache ich denn mit denen? Wir nehmen mal, nee, die Gravity Gun, würde ich sagen. Diese hier. Hol ein paar und... Ups, wow, okay. Okay, ich glaube, wir nehmen den einfach nur so. Komm mal mit hier, Bruder. Guck mal, der hat voll die geile Physik. Das ist ja nice. Ich wusste gar nicht, dass man den in Physik gehen kann. So, mal schauen, was wir jetzt hier mit dem Ding machen. Und. Halt. Wow! Hat er voll auf die Nuss bekommen. Oh, jetzt ist er vorbeigeflogen. Schade. Was machen wir denn mit den Jungs hier? Weglasern, oder? Laserkarte einmal. Ich würde sagen, wir. Die erste, die. Ne, warte mal hier. Laserkarte, wo war er denn da? Brauchen alle keine Köpfe. Weg mit euren Köpfen! Und der Typ, den lasern wir einfach direkt hier ins Loch. Oh, das ist ein Schalter, oder? Das ist ein Schalter? Das sieht aus wie ein Schalter, Leute. Ich glaube, jetzt habe ich den Schalter weggelasert. Wir machen einfach mal so eine Surgery, ja? Wir trennen aber mal in der Mitte. Mal gucken, was da dabei rauskommt. Also, warum rede ich überhaupt gerade Englisch? Surgery, Deutsch, wir operieren ihn, ey. Das Wort wäre mir fast nicht eingefallen. Ich trenne jetzt mal einfach in der Mitte durch. Schön zwischen die Pobacken hier. Aber hinten rum. Ich glaube, ja, sieht schon mal gut aus. Hier innen drin auch. Ich gehe mal auf seinen Kopf drauf. Und schau mal, was ich von hier oben machen kann. So, hier. Ich weiß noch nicht, ob der Laser bis zum Boden geht. Aber das werden wir gleich sehen. So, alles hier weglasern. Oh, der hat sogar Innereien hier, so wie es aussieht. Ich weiß noch nicht, ob die Hülle verbunden ist mit dem Innenleben. Ah, die Hülle, also der Körper. Oh, bewegt er sich schon? Ist da schon ein bisschen Bewegung im Spiel? Ich weiß es nicht. Habe ich den komplett durchgetrennt? Ich glaube nicht. Ein bisschen was fehlt noch. Oh Gott, ist der riesig, der Typ, ey. So, ein bisschen noch das Gesicht ein bisschen trimmen hier auf der einen Seite. So, vielleicht sogar ein bisschen links und rechts, ein bisschen weiter hier. Aber eigentlich habe ich den noch jetzt schon, oder? Kriege ich den? Mal schauen, ob ich den hier mit der Gravity Gun... Nee, kriege ich nicht. Physics Gun? Ja. Ah, okay, nee, ich kann den... Oh, 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 oh. Oh, oh, ich habe das Riesending gelernt. Okay, ja, machen wir Platz da, Jungs. Platz da, ich muss den da hinstellen. Oh, shit. Oh, oh.
Okay, ciao. ja gut, jetzt liegen nur noch hier, ja, ne, mach's gut da unten. Ah, ich krieg den wieder, pass mal auf hier. Kann wieder zurückholen. Ich leg den mal zu seinem Kumpel hier. Wupp, das war keine gute Idee. RIP Frames. Na gut, dann haben wir so einen kleinen Haufen. Dann gehen wir mal ein bisschen darüber. Was machen wir mit den Skeletten hier? Ich weiß noch nicht, ey, es gibt so viel zu tun hier. Was ist denn das überhaupt? Oh, eine Sprungschanze. Oh, nice. Apropos Sprungschanze, wir haben da hinten auch ein Fahrzeug, ne? Oh, hier ein Nagelbrett, pass mal auf. Oh, der hängt doch fest. Und? Oh, das ist aber gemein. Holy. Nice. Au! Alter, das hat mir ordentlich. Ah, das hat mir richtig Aua am Kopf gemacht, habt ihr das gesehen? Habe ich mal ordentlich den Schädel gespalten. den lassen wir da so hängen. Dann hinten haben wir hier ein paar Zombies. Was ist mit denen denn los? Hey, diese ganzen. Es ist so verrückt, ich sag's euch, dieses ganze Ding hier, ey. Ah ja, cool. Hier ist so ein Spinning Blade dran. Pass mal auf. Auch sehr, sehr geil. Ah, oh, komm rein, ne? Left and right mouse button, R blade spinning speed. Ah. Okay, ich kann die Geschwindigkeit von diesen Blades. Ich mache die aber auf volle Power, würde ich sagen. Vollgas. Dann fahren wir mal ein bisschen rum. Erstmal den hier schön weggieten. Die Jungs hier auch. Ja, ich würde sagen, hier bleibt nicht viel übrig, wenn ich hier durchfahre. Holy shit. Alles klar. Ah, nicht runterfallen, nicht runterfallen. So, dann fahren wir mal mit. Wow. Fahren wir mal ein bisschen in die Sprungschanze. Au. Okay. Backflip. Wow. Mitten in die Creator rein. Oh, 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 nicht. Okay, alles klar, okay. Hm. Die Jungs, naja, gut, wie gesagt, das sollte ich ja eigentlich stehen, deswegen. Ist mir jetzt egal, ob ich hier Platz mache oder nicht. Au, oh, 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 oh. Okay, ich hab's Fahrzeug kaputt gemacht. Holy shit, raus hier. Rest in peace. Oh, das Ding bewegt sich immer noch, guck mal. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Okay, oh, wir haben gerade die amerikanische Flagge gefällt. Alles klar, es gibt hier noch so viel zu entdecken. Da hinten ist auch so eine riesen Schiffschaukel oder was ist das mit dem Gewicht? Oh, den haben wir aber gerettet. Und? Kriegen wir es noch hin? Kriegen wir die Seile los? Kann ich das Ding ja einfach durchtrennen? Pass mal auf. Oh, voll Rücken gefahren. Oh, guck mal, wie jetzt da hängt. Der arme Kerl, ey, holy shit. Den trennen wir auch mal kurz hier einfach ab von der Halterung. Boah, Alter, wow. Schön ins Genick. Ja, sehr, sehr gut. Da drüben ist die. Oh, guck mal, da ist das Auto. Mein Auto habe ich ja ganz vergessen. Ich weiß gar nicht, wie ich das hab. Ja, das ist mal eine schicke Karre hier. Ich weiß nicht, komm ich hier unten durch? Ja, wow, wow. Ich fahre ganz schön weit in dem Auto. Ja, wobei ich glaube, das halte ich. Ich bin zu schmal dafür. Ja, passt. Was machen wir denn mit den Zombies hier? Einmal die Beine weggießen. Die Karre fährt sich auch so witzig, ey. Aber, oh! Voll mit seinem Arsch auf meinem Auto gelandet. Was sollte das denn, ey? Ja gut, mein Auto ist natürlich jetzt auch nicht mehr fahrbar. Beine abtrennen, ganz wichtig. Oh, der fällt auch noch hin. Ja, sehr gut, sehr gut. Was ist denn mit den Jungs hier los? Ich weiß auch nicht, ey. Ich glaube, mit denen kann ich auch. Pass mal auf hier. Wenn ich die mit der Physik gerade ein bisschen bewege. Ja, kann ich die wunderbar hier. Oh, was ist das denn hier? Auf geht's und Crash! Ich weiß, wer sich sowas ausdenkt, Leute, ne? Der hat nicht mal alle Tassen im Schrank in meinen Augen. Der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Was machen wir denn hier? Lasercutter? Runterfallen lassen? Komm schon, Lasercutter. Und? Oh, der zieht ihn gar nicht mit runter. Die haben sich verändert, guck mal. Die hängen ineinander, die beiden Jungs. Haben schon Lasercutten und. Wow, ich glaube, ich habe die gepfählt. Seht ihr das? Die stehen sozusagen auf diesem Holzstück, was ich da abgetrennt habe. Oh, hier ein bisschen. Was? Was ist mit euch los da oben? Ich glaube, wir haben die Physik gebrochen, dieses Spiels. Ich glaube, das ist nicht normal, Leute. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass das auch nicht stimmt. Aber wir haben noch ein zweites, wir haben nochmal zwei Jungs hier, mit denen wir da rumprobieren können. Let's go. Und. So, mal gucken, wie die sich jetzt verhalten. Vielleicht kriege ich die hier runter. Ich weiß gar nicht, kann ich den einfach im Kopf. Dieses Seil kann ich nicht wirklich durchtrennen, sehe ich gerade. Wir probieren es einmal wieder mit unserer normalen Taktik, indem wir einfach das Holz da wegmachen. Oh, ich habe es wirklich genau. Au. Ist dem anderen voll auf den Kopf gefallen. Ich habe es wirklich direkt davor abgetrennt, guck mal. Also ich habe wirklich genau auf der falschen Seite geschnitten.
Alter, wie krass ist das denn, Schlüsselmann? Das hängt wirklich am letzten Millimeter von dem Holz hier noch irgendwie dran. Verrückt. Au! Bin ich runtergefallen. Was ist denn eigentlich mit den Jungs hier los? Ich glaube, der Rest von dieser Map ist einfach nur super skurril. Also wie gesagt, ich muss sagen, wow, Zombie fällt um da hin, ja. Immer schön hier Knie killen. Ganz wichtig, wenn man mal Zombies trifft. Ja, es gibt noch viel zu entdecken, Leute. Und ich würde sagen, das machen wir einfach beim nächsten Mal. Ich werde noch ein paar andere Waffen mitbringen. Wir werden auch noch Spaß haben mit diesem Riesenkopf da hinten. Und es gibt ja auch so eine Gruppe da oben, mit dem wir uns gemacht haben. Da gibt es noch diese Spender hier, die ich nicht angeschaut habe. Und wir müssen, glaube ich, auch noch ein paar Sachen hier reinschmeißen in diese Kugeln, die ich noch gar nicht benutze. Plus, es gibt noch Überraschungseier. Und es gibt dann auch noch hier diese Köpfe hier. Und ach Gott, es gibt viele zu tun. Und auch der Typ, der in diesem Typ steht. Also, ich bin wirklich auf der einen Seite ein bisschen schockiert, was hier los ist, warum der Typ das gemacht hat. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie super freaky. Ah, guck mal, die Kugel. Jetzt verstehe ich den. Die Kugel hat die Typen oben drüber weggehauen. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr, sehr skurril, aber auf der anderen Seite auch echt witzig. Deswegen hoffe ich, euch hat es gefallen. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Würde mich über ein Like freuen und checkt auch die Endcard aus oder mein Discord. Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin draußen. Viel Spaß noch mit meinen Folgen auf YouTube. Ich bin draußen. Ciao, ciao. Euer Ralf. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch.